Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für den Mittwoch, den 27. September 2023. Und ja, hier hat jemand richtig die Hand aufgehalten, dass das Tier nicht nochmal nach oben kommen kann, nicht nochmal Luft holen kann und nach unten durchgedrückt wird. Und ja, unser DAX hat es weiter nach unten gelegt. Wir haben uns gestern viele verschiedene Routen angeguckt und Überlegungen getroffen, wie können wir jetzt gerade mit diesem Hochziehen am Abend noch umgehen, ja. Bis wohin könnte er noch? Hab schon gesagt, ja, grundsätzlich. Tagesschluss drunter, hat zwar einen Arsch hochgezogen, aber drunter. Ich würde noch ein weiteres Tief rechnen. Dann haben wir gesagt, das sollten beim Tief genau hingucken, wenn das so kommt wie das Tief am Montag, dass er locker 2,80, eher sogar auch vielleicht 2,10, 2,00 schon erreichen kann, bis sogar 1,60, 1,20 runter. Ja, und nur wenn er eben schnell unten wieder hochzog, direkt einfach bloß kurz unter das Tief drunter sticht vom Dienstag, zügig wieder auskontert, Gap plus macht, dass das dann bullisch wäre und er nochmal angreifen könne, dass aber eben dann auch erst bei 600 das Kaufsignal entstehen würde. Ne, das ist alles nicht gekommen. Der hatte direkt wie am Montag schon das neue Tief direkt nach unten durchgefüttert. Hat zwar immer wieder gut gegengezuckt, es führt auch ein bisschen dazu, dass es nach einer kleinen Verkeilung aussieht. Die lässt sich nicht schön zeichnen, aber so rein vom Bewegungsbild erinnert es stark an eine Verkeilung. Also bin sehr gespannt, weil Verkeilungen ja in der Regel nach oben dynamisch auflösen und unten dieses Abbremsen zu spüren ist. Aber ich möchte auch noch nicht zu früh jetzt auf die Verkeilung anspielen, sondern das erstmal ein bisschen. Ich würde auf keinen Fall jetzt hier long gehen, nur weil da eine Verkeilung im Spiel ist. Solange der fällt, kann er noch fallen. Und das haben wir auch gestern schon gesagt. Die Seminarteilnehmer haben ja hier Ziele erhoben, die deutlich tiefer noch liegen. Wir kommen jetzt hier auf die erste Gap-Kante dann gleich. Oder wir sind ja eigentlich schon dran, ja, hier im Bereich um 210, 200. Bis dann runter auf 1,20 haben wir jetzt hier nochmal einen Gap-Bereich. Dann haben wir hier unten so ein, ja, die 15.000 eigentlich als mögliches Hauptziel sogar der Bewegungswelle. Das wäre jetzt eigentlich auch noch zum Mittwoch drin. Und dann wird es kritisch, wird es erst darunter, richtig. Ne? Also bis 15.000 kann es auch sein, dass es sich dann dort stabilisiert und erstmal wieder kurz zurückzieht. Vielleicht in einen doch eher positiveren Oktoberstart vielleicht auch reinkommt. Ne? Vielleicht die Leute ein bisschen Fantasie reinbringen. Ja, starke Quartal beginnt und so weiter. Muss man jetzt genauer hingucken, wie es sich entwickelt, weil es ist einfach so, das Quartal ist fast zu Ende, der September ist fast zu Ende. Die ersten Aktien erreichen jetzt auch attraktive Niveaus. Ne? Also unsere Webinarteilnehmer aus dem Premiumdienst. Die werden vielleicht auch schon gesehen haben, dass er das ein oder andere Kursniveau plötzlich erreicht ist von Aktien, wo man gesagt hat, die hätten wir ganz gerne im Portfolio mit, die wollen wir uns auch kaufen für Jahresendrallye und so weiter und so fort. Ah, ich habe noch nicht gekauft, ihr kriegt wie immer Mail von mir, wenn ich da was tue, aber ist noch nicht. Gucken wir uns jetzt erstmal an, wie weit sich jetzt hier der DAX noch entwickelt, weil rein von der Zeitbedingung ist ja auch noch ein bisschen Platz. Ja, also mir geht es jetzt nur darum, wir haben jetzt unten auf jeden Fall noch ein bisschen Spielraum, gut 200 Punkte, die relativ leicht auch erreichbar wären, ja, wenn der DAX jetzt weiter nach unten treibt, ne, 1,20, Reaktionsbereiche auch für den Rücklauf, und dann nochmal hier unten 15.000, ist natürlich auch eine knackige Marke, liegt sicher einiges auch an K.O.-Scheinen, ich glaube auch von uns liegt einer drinne. Das habe ich schon vor ein paar Wochen immer mal wieder gesagt, das gab es noch nie, dass ich über 6 Monate nicht einen einzigen K.O.-Schein mal auswechseln musste. Hier unten wird es dann dazu kommen. Einen hat man irgendwie in den Kommentaren immer mit drin. Der hier unten dann liegt, der wird dann ausgesondert. Und den wird es wohl bereuen. Das geht gar nicht anders. Also irgendwann muss auch mal einer fliegen. Das ist, wie gesagt, das gab es noch nie, über 6 Monate, da keinen Schein auszutauschen. Deswegen ist das nicht ungewöhnlich. Und wir gucken jetzt mal. Na, das ist der wichtige Bereich, da kann er noch reinlaufen. Oben raus müsste man sagen, wäre jetzt auch auf Tagesebene natürlich Rückläufe. In dem Bereich um 460 immer wiederkehren, dann natürlich auch ein Abprallpunkt nach unten. Da ist ein Doppelbodenbereich, aber höher muss man auch sagen, selbst im Bereich um, ich sag mal, 550 bis im weitesten 700, der ist auch super unterstützt. Also es ist ein super Widerstand von unten kommt, nicht unterstützt, sondern Widerstand. Ja, also dass man sagen kann, 460, 550, 700, das sind alles noch Brechermarken nach unten, wo der Markt auch nach dieser langen Seitwärtsphase sich immer wiederkehrend nach unten abstoßen kann. Sollte er denn hier im Bärenmarktmodus bleiben wollen? Ja. So, Punkt, Ende aus. Das heißt, wir gucken nochmal kurz in die kleineren Zeiteinheiten. Ziele unten sind, denke ich, klar. Das ist das Gap, das ist die 15.000, die 15.120, an der 15.210 sind wir ja jetzt schon, ne? Das heißt, es wird jetzt langsam Dings. Hier könnte man jetzt noch die alte Trendlinie mit aufnehmen, die liegt am Morgen des Mittwoch im Bereich um 15.60, fließt dann ab bis ganz späten Abend auf 15.20. Sowas kann den DAX durchaus ausbremsen. Na, in solchen Bereichen,
wäre eine kleine Seitwärtspause über mehrere Stunden durchaus denkbar, dass er vielleicht auf 15,60 dann erstmal fällt und dann halt wirklich ganz kleckerweise immer mal wieder mit kleinen Rückläufen sich über mehrere Stunden noch bis zur 15.000 zieht, dort dann auch wirklich seitwärts stehen bleibt, sodass die, die alle long gehen, schon gar keine Lust mehr haben, einen Long zu halten und dann zündet er doch. Sowas würde hier gut reinpassen, aber man muss auch eines noch dazu sagen, ganz klar auf der Unterseite, na, wenn wir jetzt hier immer bloß sagen, bis 15.000, bis 15.000 sollte der Bereich nicht halten. Ja, das letzte markante Tief liegt hier im Bereich um 14.475 und der primäre Aufwärtstrend im DAX seit November letzten Jahres, der kommt erst bei 14.610. Also ist auch unter 15.000 nicht die Welt zu Ende. Na? Plant euer Risiko bitte angemessen. Ja, also nicht, dass hier unten der DAX hier unten noch abhaut, ja, und dann irgendwo hier einer komplett Kopf und alles verliert, wenn der Markt hier unten nur durchsteuert. Ja, also da wirklich ein bisschen aufpassen. Wir sehen auch hier noch offene Gaps, ja, im Bereich um 14.180. Ich sage jetzt nicht, dass der dahin muss. Ich möchte bloß ein bisschen auch das Risiko vor Augen behalten. Wir haben jetzt hier eine Seitwärtsphase, 2 Tage nun unterschritten. Es wäre ungewöhnlich, wenn nach einer 6-monatigen Seitwärtsphase nur 3 Tage Abwärtsbewegung kommen oder 3 Tage Trendbewegung. Ja, also ich gehe fast davon aus, dass wir entweder nach unten jetzt halt auch wirklich eine mehrwöchige Bewegung bekommen können oder die nach hier quasi jetzt nur unten anstechen, Markt bereinigen, KOs mal rausnehmen, 15.000 alles mal ausstoppen, was dort liegt und dann nach oben eine Trendphase einleiten. Ja, aber so eine lange Seitwärtsphase, die darf ein paar Wochen Trendphase auch nach sich ziehen. Das darf man nicht vergessen, bitte. Ja, und sollte das nach unten sich entladen, dann plant das in euer Risikomanagement ein. Also, wer jetzt anfängt, hier kräftig Longs nachzubauen, kann machen, was man will, ja. Aber man sollte es ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es auch Varianten, Szenarien gibt, in denen der DAX ja halt auch noch richtig bis Jahresende eskalieren kann. Muss so nicht kommen. Ich sehe es auch eigentlich gar nicht so kommen, aber wenn, sollte es eigentlich Haus und Hof kosten, ja. Man muss immer irgendwo sein Risiko begrenzen. Immer irgendwo sagen, okay, bis dahin und dann erstmal nicht weiter, bevor man alles verliert. Ja, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Wir gucken noch ein bisschen auf die oberen Punkte. Ja, sollte uns der Markt nach oben kommen, hätte eigentlich relativ leichtes Spiel für eine Erholung, dadurch, dass er jetzt, wie gesagt, so ein bisschen verkeilt und auch relativ lange durchgezogen hat. Ich würde den eigentlich schon überall von 250, 260, würde ich den schon ein bisschen nach oben Chancen einräumen, nochmal in die 360 reinlaufen zu können, den Gap Close zu machen, 430 und von dort vielleicht auch erstmal wieder dann direkt abzudrehen. Sollte jetzt hier über den Mittwoch eine Erholung strecken, dort Donnerstag einmal 4,30 reinstechen, wieder nach unten drehen, nochmal was probieren, würde hier auch gut reinpassen. Ja, also oberhalb von 2,50, 2,60 würde schon eher erstmal wieder ein bisschen vorsichtiger werden, einen Rücklauf einplanen, nur wegen der Verkeilung hier unten halt. Ne? Das ist so im DAX halt immer so ein Ding halt. Ne? Wenn der fällt nicht so, wie er sonst fällt. Das muss man ganz klar sagen. Das ist vom Bewegungsverhalten. Hat heute auch einer im Chat geschrieben, ne? Der fügt eigentlich noch kaum richtig Schmerzen zu, auch weil er immer so stark zurückläuft. Das kennen wir anders in unserem DAX. Wir kennen unseren DAX anders, wenn er Bock hat, richtig zu fallen. Das ist momentan noch sehr human und sehr kontrolliert und wirkt auch sehr fair und berechenbar. Und der DAX ist ja dafür bekannt, dass er halt auch mal richtig auf die, also richtig eine reinkloppen kann, richtig, richtig auf die Nase hauen kann. Das hat mir gar nicht gesehen und das könnte ein Indiz dafür sein, dass hier noch zu viele kaufen in der Bewegung drin. Ja. Deswegen über 250, 260 würde ich erstmal den Kopf reinnehmen und dem durchaus Platz lassen bis ja, 330, 360 und auch hier 430. Das wären so meine Erholungsziele für den Mittwoch. Gut, mehr habe ich so nicht zu sagen, außer noch vielleicht der Hinweis, ich habe das Seminar-Video soweit jetzt erstmal geschnippelt. Also erstmal runtergeladen, geschnippelt, hochgeladen. War auch ganz schön aufwendig. Das ist bei der Datenmenge nicht ganz so einfach, wie man glaubt. Ne? Also ich habe gefühlt 30 Anläufe nehmen müssen, bis es endlich mal geklappt hat mit dem Upload. Das wird jetzt nochmal durchgehört und diejenigen da rausgeschnippelt, die da nicht mit dem Kamerabild zu sehen sein wollten, beziehungsweise wo wir es unkenntlich machen sollten. Wir haben das angeboten, wir müssen danach fragen. Es ist in der heutigen Zeit so, ich muss selbst noch schreiben, dass bei Lukas im Kindergarten Bilder von ihm aufgehängt werden. Das ist heute zu sagen, ich halte mich ja gerne dran. Und gab auch jemanden, der da das in Anspruch nehmen wollte. Das ist vollkommen okay, das Recht hat hier jeder. Dauert aber dementsprechend halt jetzt noch. Seht auch bitte davon ab, jetzt mich strengeln, zu drängeln mit E-Mails. Also ich kriege das mit, wenn Leute mehrfach auch uns E-Mails schicken,
Mach das mal ein bisschen Piano. Wir haben jetzt ein ganzes Wochenende Seminar gehabt. Ich konnte da keine E-Mails beantworten. Das habe jetzt natürlich eine riesen Flut. Ne? Die ganzen Rückfragen, nochmal Nachfragen beim Seminar. Hey, hier zu dem Punkt. Guck mal, ich habe das jetzt probiert. Ist das so richtig? Habe ich das richtig verstanden? Kannst du mir das vielleicht nochmal erklären und so weiter? Also da ist jetzt gerade ordentlich was los bei uns im Mail-Postfach. Ne? Ich behandle jetzt auch erstmal alle diejenigen zuerst und gucke dann nach denjenigen, die jetzt quasi Neuanfragen haben, auch Aufzeichnungen haben wollen und sowas, gebt mir da jetzt bitte einfach mal ein paar Tage und nicht strengeln und fünf E-Mails schicken, weil euch das nicht schnell genug geht, ja. Mails kommen alle an, kriegt alle eine Antwort, aber gebt mir da einfach jetzt ein bisschen Zeit. Das ist ein immenser Arbeitsaufwand für uns jetzt und wir wollen ja auch die Leute untertägig auch gut versorgen und es ist eine Menge los. Es gibt eine Menge Leute, die auch Schieflagen haben, was betreut werden sollen, also ist für uns gerade nicht einfach. Kriegen das aber alles hin. Gebt uns aber bitte einfach ein bisschen Geduld, ja? Also, nee, oder bringt bitte ein bisschen Geduld mit. Gebt uns da ein bisschen Zeit. Ich denke, ich kriege zum Mittwoch jetzt zumindest die Samstagsaufzeichnungen schon mal hochgeladen oder fertig. Ob ich komplett Samstag und Sonntag jetzt schon schaffe, glaube ich nicht. Dafür ist es auch zu viel. Ich denke aber, ich kriege jetzt zum Mittwoch vielleicht den Samstag schon hochgeladen, zum Donnerstag dann den Sonntag hochgeladen. Dann mache ich noch die ganzen Antworten fertig und dann können wir das auch freigeben für diejenigen, die jetzt nur die Aufzeichnung buchen wollten, sodass er das die Woche auf jeden Fall noch kriegt. Aber wie gesagt, gebt uns da ein bisschen Zeit, bringt ein bisschen Geduld mit, es ist gerade wirklich viel los jetzt. Ja, auch der DAX, der treibt nach unten durch. Das Kurse, die jetzt die letzten Wochen nicht gesehen haben, gibt es jetzt viele, die ihr Long-Schieflagen drin haben, na, die überhand wurden, die überrumpelt wurden, sich gerade dafür entschieden haben, vielleicht doch mal mit Stop-Loss zu traden, dann war es plötzlich zu spät und der Markt hat sie gar nicht mehr in die Situation gelassen, ihre Position rauszunehmen. Also ist jetzt hier gut was los. Und von daher gibt uns da bitte ein bisschen Zeit und bringt ein bisschen Geduld mit. Ja, wir probieren ansonsten trotzdem zu priorisieren. Wenn wir sehen, da ist irgendjemand, wo was Dringliches ist, ja, dann machen wir das, aber müssen auch ein bisschen zurückstellen. Ansonsten denke ich, bis Sonntag hat von mir jeder eine Antwort, der bis heute was bei uns da reingejagt hat. Vielleicht sogar bis Samstag. Vielleicht kriege ich so bis Freitag hin. Aber bitte gebt uns ein paar Minuten und nicht drängeln, weil umso mehr Nachfragen kommen, umso voller wird das Postfach und umso stressiger wird das Ganze für uns. Ja, gut, Freunde. Dann wisst ihr Bescheid? Ich wünsche euch viel Erfolg zum, was ist es, Mittwoch. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.